Hey, Creeper! Dum, 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 dum. Und im, ja, das können wir natürlich auch machen. Steinziegeldecke. Mal haben wir zwar allgemein. Ihr seid so ein bisschen aggro, kann das sein? Ich verstehe zwar noch nicht so ganz wieso, aber. Mist! Wieso macht er so viel Schaden? Ich habe doch eine Rüstung an. Hallo? Hackt's bei dem? Also war ich gerade designtechnisch drauf. Da konnte er mich gar nicht schlagen eigentlich. Ach, so ein Mist. Dum, 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 dum. Warum? Warum? Ich weiß auch nicht wieso. Nee, ganz ehrlich. Jetzt komme ich auch nicht dahin, oder was? Hallo? Bäumchen, lasst mich durch hier. So. Ich würde mal so sagen, dann beeilen wir uns einfach mal, dass wir da auch unsere Items noch abgreifen können. Weil wenn die nämlich jetzt weg wären... Hallo, Schweinchen! Wie geht es dir? Okay. So. Super, im ganzen Raum verteilt. Aber jetzt haben wir es, ne? Genau. So, okay, gut, dann setzen wir hier halt alles wieder hin. Da habe ich ja auch kein Problem mit, ne? Nö, überhaupt nicht. So, dann ziehen wir das alles wieder an. So. Gnaf. Gnaf, Gnaf, Gnaf. So. Ich weiß jetzt, glaube ich, sogar, was wir damit oben machen. Wir werden... Und zwar, das meine ich jetzt, glaube ich, sogar ernst. Wir werden da oben mit Lapis Lazuli arbeiten. Ja, denn daraus kann man ja wunderschöne blaue Blöcke machen. Aber ich glaube, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Also wenn wir da oben ein bisschen weitermachen. Ich habe nämlich echt noch so überhaupt keine Ahnung, wie wir das da oben am besten machen. Zumal, da muss noch so viel gemacht werden. Ich kann euch das ja mal eben so ein bisschen zeigen. Ich habe mir das ja wirklich... ursprünglich so gedacht, dass wir dann da oben einmal runter und gucken können. Deswegen haben wir auch die ganze Erde da oben weggenommen und, na, haben das ja jetzt so schön eckig gemacht. Gibt's ja nur allerdings jetzt da hinten diese Ecke. Und theoretisch müssten wir diesen ganzen Berg auch noch wegnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt auch noch den Berg hier wegnehmen, und zwar so weit runter nehmen, dann müssen wir den komplett wegnehmen. Und wenn wir den komplett wegnehmen, wisst ihr eigentlich, wie das denn hier aussieht? Dann sieht das wie ein Berg weniger hier aus. Und wisst ihr eigentlich, was das denn heißt? Wir brauchen echt mal so langsam Erfahrung, damit wir mal unsere schöne Spitzhacke, wollte ich gerade sagen, unsere Diamantschaufel reparieren können, damit wir hier den Berg vernünftig abtragen können. Also brauchen wir doch Ewigkeiten dafür mit so einer blöden Eisenschaufel da. Ach, ja, ja, ja. Effizienz ist... Au, schon was Schönes. Dann wird das hier nämlich so um einiges schneller gehen. Und hier unsere Terrasse. Naja. Terrasse, Terrasse, Terrasse. Ich sag dazu nichts mehr. So. Na. Obwohl hier wiederum könnten wir denn das Fichtenholz hinsetzen. Genau, das werden wir nämlich auch tun. Wir wollen ja eine noble Edelterrasse haben, deswegen setzen wir hier Fechtenholz hin. Ey. Ja. So. Dum, 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 dum. Fröhliches Steine abbauen. Wie immer. Ja. Oder aber wir lassen... meine Güte, das zerstört. Oder aber wir lassen das einfach so. Weil ich finde, dieses Muster da unten drin mit den Balken hat ja auch schon irgendwie was. Dann sehen wir das nicht nur von unten, sondern sehen das dann auch noch von oben. Ha.
so schwer, immer diese Entscheidung zu treffen hier. Das ist ja... was macht man nur, was macht man nur, was macht man nur? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Wenn ja, dann schreibt es doch mal bitte fix in die Kommentare. Und ich weiß, dass du dafür Zeit hast. Wenn ich jetzt ganz gemein wäre, würde ich jetzt hier mal eben ganz kurz 2 Minuten nichts tun. Und zwar so lange, wie man schätzungsweise braucht, um einen Kommentar zu schreiben. Aber ich mache es nicht. Aber du könntest es ruhig mal eben machen. Ja, genau du. Mach es. Sende du als Melox. Der macht das hier sowieso immer. So. Dirp. Dirp, dirp. Dirp, 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 dirp. Ach ja. So. Wisst ihr eigentlich, dass wir schon über die 200. Folge, glaube ich, jetzt hinweg sind? Also ich meine, ich nehme im Vorraum das auf, aber so von der Zeit her müssten wir eigentlich schon drüber sein, ja. Und ich kann euch sagen, die 200. Folge wird kommen, aber das könnte noch etwas dauern. Weil, wie ich eben gerade erzählt habe, beziehungsweise eventuell auch schon in der letzten Folge, ich weiß das nicht, muss ich mal auf die Zeit gucken, ja, könnte letzte Folge gewesen sein. Habe ich ja derzeit Urlaub, allerdings kommt zu nichts. Ich wollte so viel aufnehmen. Ich komme zu nichts. Weil, machst du mal eben dies, machst du mal eben das. So, dann müsstest du da nochmal deinen Bruder zur Schule bringen. Dann müsstest du deinen Bruder nochmal eben von der Schule abholen. Und dadurch geht so viel Zeit verloren. So, abends? Ja, hast du nicht nochmal eben Lust zu skypen? Ja, okay, gut. Ja, heute geht das ja nochmal. Und, Flops, haben wir Freitag. Eine Woche Urlaub. Und im Prinzip gebracht hat es mir gar nichts. Noch nicht mal lerntechnisch was. Ich wollte außerdem noch lernen. Ja, super. Ich komme zu nichts. Dabei stehe ich morgen schon um 6 Uhr auf. Wann soll ich noch aufstehen, damit ich was schaffe, ha? Alles gar nicht so einfach. Ich sag euch, ne? Es ist schlimmer als studieren. Wobei ich muss sagen, unsere Studenten haben wirklich schon harte Zeiten vor sich. Und auch die zukünftigen Studenten. Nicht nur finanziell, sondern auch stofftechnisch. Ich meine, ich kriege das ja ab und an so mit, was die mal eben so lernen müssen. Das ist... Da bin ich schon ganz froh, dass ich in der Ausbildung bin und nicht ganz so viel lernen muss. Zumindest nicht ganz so viel auf einmal. Obwohl, die wollen ja auch später mal was werden. Professor, Doktor, Doktor... Von... Keine Ahnung. Von hinten. Oder von vorne? Ich weiß das nicht. Von der Seite soll ja auch ganz angenehm sein. So. Und eine grundsätzliche Frage. Müssten wir da gemeinsam nochmal klären. Wenn die Setzlinge jetzt hier droppen, pflanzen die sich dann selber ein oder pflanzen die sich immer noch nicht selber ein? Ich glaube, die Frage habe ich schon mehrfach gestellt, aber... Ich glaube, ihr könntet mir das auch immer nicht so wirklich beantworten. Vielleicht hat sich da so mittlerweile was dran geändert. Weil das wäre ja voll super, wenn es so wäre. Weil dann müsste ich nämlich jetzt hier nicht die ganze Zeit rumstehen und warten. Weil wenn ich jetzt hier die ganzen Bäume wegfälle, das ist auch doof. Hat dann was so von den Regenwäldern und so. Ich glaube, wie viel habe ich denn davon jetzt? Ah, das reicht erstmal, um da oben die Terrasse fertig zu machen. Brauchen wir aber noch ziemlich viel. Oh Gott, das heißt wieder, wir dürfen Setzlinge farmen. Beziehungsweise Holzfarmen. Ist ja mehr oder weniger das gleiche alles. Oh Gott. Na, das wird ja ein Spaß. Eigentlich könnte man dafür aber allerdings schon fast jemanden einstellen. Ich glaube, ich werde mir da mal einen Setzlingssklaven zulegen. Oder ein paar mehr? Ich weiß ja nicht. Man könnte es ja eigentlich mal machen. So ein, zwei Sklaven sich halten. Oder so ein zu Golems. Das wäre auch noch cool. Da hat man hier so ein paar Golems und die machen dann die Arbeit für einen. Aber ich glaube, die können nicht wieder... Müsste man sich mal mit auseinandersetzen. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit dem Mod nicht aus. Ich weiß, dass es so einen Mod gibt. Aber ich kenne mich mit dem nicht aus. Weil vielleicht... Sind die Golems ja die Lösung unserer Probleme.
Weil dann setzen wir die nämlich einfach aufs Holzfarm drauf an und dann, ja, können die erstmal einen ganzen Regenwald abholzen. Na, ich will immer noch nicht das Holz verwenden, Mann. Und das ist so ein bisschen ärgerlich am Inventory-Mod, muss ich ganz ehrlich sagen. Ständig packt er einem das falsche Holz in die Hand. So. Na, so und da denn so und dann, wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. Ich will die Fackel. Da. Machen wir hier eben auch nochmal eben. So. Dings und Fackel oben drauf. Spawnt hier wenigstens nicht ganz so viel Böses. Haben wir nicht ganz so viel Böses auf dem Dach. Ah. So. Na, komm. Jo, 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 jo. Hey. Ha. Mensch, guck mal, das sieht auch schon mal super aus. Oh. Nur ist weg. So, jetzt machen wir hier nochmal irgendwann eine Tür rein und dann können wir uns da super chillig in der Sonne, also in die Sonne flezen und da ordentlich rumkrachen und schnarchen und chillen und... Das Portal kann in deine Seele schauen. Die Portal, das Portal, Charlie, das Portal! Okay, gut. Aber ich würde mal so sagen, das war's dann erstmal so für mich, für diese Aufnahme und man sieht sich dann gleich wieder. Was ist das denn? Haben wir hier missgebaut? Oder war ich das? Warte mal, 4 breit? Nö, schon richtig. Okay, gut. Dann bis dahin.